Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ziel unserer Arbeitsmarktpolitik ist es, möglichst viele Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen und natürlich dies unter guten, fairen, ordentlichen Bedingungen. Und das, liebe Frau Wagenknecht, was Sie heute jetzt gerade vorgeführt haben, ist Ihre Welt, Ihre abgeschlossene Welt, die Sie sich so bunt malen, wie Sie sie brauchen, um dieses System zu bekämpfen, diese freiheitliche Ordnung zu bekämpfen, wie wir sie haben, damit Sie die Angriffe haben, möglichst auf die SPD. Gut, da könnte ich mich ja gelockert zurücklehnen, aber ich sage Ihnen sehr deutlich, das, was Sie da veranstaltet haben, war unterirdisch und das hat mit der Realität nichts zu tun. Warum hat das mit der Realität nichts zu tun? Die Realität sieht wie folgt aus. Wir haben über 43 Millionen Erwerbstätige, fast 32 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Wir haben über 21,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte. Und wir haben eine positive Wirtschaftsentwicklung. Unser Problem, was wir haben, ist in vielen Bereichen regionaler und branchenspezifischer Fachkräftemangel. Wir haben 685.000 offene Stellen und wir haben 172.000 offene Ausbildungsstellen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und die Grundlage für eine positive Entwicklung ist eine stabile, gute wirtschaftliche Entwicklung. Und wir leben nun mal bei dieser wirtschaftlichen Entwicklung als Voraussetzung davon, dass auch dazu gehört, dass es auch um Flexibilität geht. Und das Gesetz, was wir heute beraten und jetzt einbringen in erster Lesung, ist eine Antwort darauf, dass wir auf der einen Seite Flexibilität benötigen, auf der anderen Seite aber auch für die Beschäftigten Sicherheit. Beides ist in einer Zeit, wo wir offensiv Arbeit 4.0 diskutieren, eine große Herausforderung, vor der wir uns befinden. Und offensichtlich, Frau Wagenknecht, sind Sie mit den Linken immer noch in einem Industriezeitalter verhaftet, in dem es offensichtlich um tarifpolitischen Gleichmarsch geht, während die IG Metall und andere längst weiter sind als Sie. Meine Damen und Herren, in dieser Frage spielt die Frage der Zeitarbeit eine zentrale Rolle. Es ist völlig richtig, bis 2002 war Zeitarbeit und Leiharbeit ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, angesiedelt bei dem damaligen Arbeitsamt. Und die hatten dafür zu sorgen, dass die Leute dann, wenn sie gebraucht wurden, dann zeitweise überlassen wurden. Aber sie wurden eben nur zeitweise überlassen. Sie gingen dann wieder zurück in Arbeitslosigkeit und der Sprung in Beschäftigung ist keineswegs immer geglückt. Und jetzt haben wir daraus seit 2002 eine Branche, in der mittlerweile ca. 970.000 Menschen tätig sind. Und das sind gerade mal 2,6% aller Beschäftigten in Deutschland. Wir haben 90% der Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche sind in Vollzeit tätig. Sie sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sie haben 81,2% haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 98% aller Zeit- und Leiharbeitnehmer leben in einem Tarifvertrag und viele von ihnen, nämlich etwa 40%, arbeiten in Betrieben, die ebenfalls einem Tarifvertrag unterliegen, und zwar in der Metall- und Elektroindustrie. Und wenn Sie das Beispiel der bayerischen Wirtschaft, der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bringen, dann haben Sie genau den Falschen erwischt. Die haben nämlich Tarifverträge, die brauchen solche Regelungen nur unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, wie sie denn möglichst billige Arbeitskräfte kriegen. Ich sage Ihnen, das Beispiel, was Sie von der Metall- und Elektroindustrie gebracht haben, zieht in dieser Frage nicht. Aber die spenden schon, oder? Die ziehen schon. Es ist in Deutschland nicht verboten, dass man Spenden bekommt, Herr Kollege Ernst. Nur wenn Sie dies in einen unsachlichen Zusammenhang bringen, der offensichtlich so konstruiert ist, damit Sie Ihr Weltbild bestätigt bekommen, dann müssen Sie sich fragen, ob Sie noch ganz am Stern leben. Meine Damen und Herren, Zeitarbeit ist dafür da, Auftragsspitzen abzufangen und nicht um Stammbelegschaft zu ersetzen. Dem stimmen wir ausdrücklich zu. Aber Zeitarbeit und Leiharbeit ist ein wichtiges Flexibilisierungsinstrument. Und 70%, und das bitte ich auch mal zur Kenntnis zu nehmen, 70% vieler Zeitarbeitnehmer kommen aus Arbeitslosigkeit.
und 29% der Zeitarbeitnehmer haben keinen Berufsabschluss. Und wie jüngst das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung festgestellt hat, sind es gerade Personengruppen, die sich auf dem Arbeitsmarkt schwer tun, darunter zählen auch viele ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die über Zeitarbeit wieder in Beschäftigung kommen. Und deswegen sage ich Ihnen, wäre es falsch, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und wenn wir Ihren Anregungen folgen würden, dann würden wir den Menschen nicht dienen, sondern den Schwächeren würden wir noch mehr, würden wir nicht helfen, wirklich in Arbeit und in Beschäftigung zu kommen. Und natürlich, meine Damen und Herren, gibt es auch Verwerfungen, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und diese Verwerfungen hat die Union 2010 mit der damaligen Schlecker-Drehtür-Klausel als erstes in Ordnung gebracht. Wir haben angefangen, den Bereich der zugegebenermaßen sich entwickelnden Zeitarbeit und Leiharbeit Mitte der 2005 zu regulieren und anzufangen. Und das Gesetz, was wir heute vorlegen, ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Und deswegen brauchen wir von niemandem in dieser Frage Nachhilfe, was faire Bedingungen am Arbeitsmarkt sind. Meine Damen und Herren, dies gilt auch für den Bereich der Zeitarbeit und für den Bereich der Werkverträge. Wir haben uns darauf verständigt, die Dinge weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Natürlich ist es auch Aufgabe der Verbände, aus dieser Branche eine anerkannte Branche zu machen. Und wir wissen auch, dass die Zeitarbeitsbranche sich vom Ansehen her sehr schwer tut. Und ich glaube, dass es Aufgabe der Branche auch ist, weiterhin von sich aus im Rahmen von Tarifverträgen, im Rahmen der 98-prozentigen tarifvertraglichen Bindung für eine positive Weiterentwicklung zu sorgen, zu investieren im Bereich von Bildung und Qualifizierung, selbst ein Zeichen zu setzen, dass man es mit den Arbeitnehmern, die man in seiner Branche beschäftigt hat, ernst meint und alles tut, um sie unterzubringen. Meine Damen und Herren, ich sage sehr deutlich an dieser Stelle, wir haben im Bereich der Zeitarbeit, und das haben wir im Rahmen des Gesetzgebungsvorbereitungsprozesses gelernt, höchst unterschiedliche Situationen. Wir haben Situationen, wo es viele tausend Beschäftigte sind, die wollen deswegen nicht aus der Zeitarbeit raus, weil sie deutlich mehr verdienen, als wenn sie in den zuständigen Entleihbetrieb, wo sie hinkommen, verdienen würden. Es sind Spezialisten, die keinen Schutz brauchen, aber wo wir Acht geben müssen, dass wir ihnen die Arbeit nicht zusätzlich besonders erschweren. Wir haben im Bereich der Zeitarbeit zum Beispiel eine Situation, das kenne ich von vielen sozialen Einrichtungen, die sich darum bemühen, Menschen mit großen Behinderungen und schweren Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen und die deswegen alles tun, dass sie sozusagen in Außenwerkstätten tätig sind. Wenn wir denen dieses Instrument nehmen, dann nehmen wir den Menschen mit Behinderungen auch Chancen, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden, und wir wollen ihnen dort eine Brücke bauen. Und ich glaube deswegen, dass es notwendig ist, das, was wir auf den Weg bringen, uns auf seiner Wirkung und in seiner Entwicklung genau anzusehen und es auch dann entsprechend zu evaluieren. Und zu dem Thema der Werkverträge. Werkverträge sind ein über 100 Jahre altes Instrument. Kein Fenster wäre im Deutschen Bundestag eingebaut worden ohne einen Werkvertrag. Werkvertrag ist ein grundsätzliches Instrument. Dort, wo allerdings, und die Bundesarbeitsministerin hat das vorhin treffend dargestellt, dort, wo allerdings Werkverträge und Zeitarbeit miteinander jeweils in der passenden Situation im Rahmen eines Spurwechsels gerade mal verändert werden, und wo nicht klar ist, in welchem System man sich gerade befindet, dort brauchen wir Klarheit. Dies wollen wir verhindern. Das ist missbräuchliche Gestaltung, und dem dient auch dieses Gesetz. Und das hat eine ganze Menge mit fairem Wettbewerb, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch einem fairen Wettbewerb zwischen den Betrieben zu tun. Das Gesetz, was wir hier verabschieden oder auf den Weg bringen oder jetzt diskutieren im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens, dient auch dazu, Wettbewerbsgerechtigkeit zwischen Betrieben, die sich anständig verhalten, und denjenigen, die glauben, sie müssen allen Missbrauch nutzen, um ja möglichst zu verdienen, diesen Wettbewerb auch in eine vernünftige Ordnung zu bringen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Beate Müller-Gemmecke von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.